Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful Word Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. In unserer heutigen Gesellschaft werden Themen wie Gleichberechtigung sehr groß geschrieben, aber man muss kein Genie sein, um festzustellen, dass Mann und Frau natürlich nicht gleich sind, sondern verschieden sind, fundamental verschieden. Gott hat Mann und Frau von vornherein für verschiedene Aufgaben geschaffen. Wir haben verschiedene Fähigkeiten, wir sind gleich wert vor Gott, Mann und Frau, aber wir haben nicht dieselben Fähigkeiten, dementsprechend auch nicht dieselben Pflichten und auch nicht dieselben Rechte. Logischerweise, das ist einfach nur die logische Schlussfolgerung daraus, dass Gott Mann und Frau verschieden geschaffen hat. Und wenn man sowas sagt, dann fangen manche Leute an zu hyperventilieren schon fast. Aber es ist wirklich einfach nur die logische Schlussfolgerung. Man muss noch nicht mal die Bibel lesen, um das festzustellen, dass Mann und Frau verschieden sind und dass wir daher nicht dieselben Fähigkeiten haben, nicht dieselben Pflichten haben können und somit auch nicht dieselben Rechte. Und die Bibel ist eindeutig in 1. Timotheus Kapitel 2 ab Vers 11. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Wenn wir diese und weitere Verse lesen und einfach glauben, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, dann ist es eindeutig, dass es Frauen nicht gestattet ist, im Gemeindekontext zu lehren. Biblische Ämter in der Gemeinde können nur von Männern bekleidet werden. Das ist, was die Bibel eindeutig sagt. Die Bibel sagt, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Das ist auch, was wir in 1. Korinther 14 lesen. Und die Bibel gibt uns auch eine ganz klare Begründung dafür, warum das so ist. Die Bibel sagt in 1. Timotheus 2, Abvers 13, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau wurde verführt und geriet in Übertretung. Was die Bibel uns damit sagt, ist, dass Frauen im Schnitt einfach leichter beeinflussbar sind, leichter auf einen falschen Weg geführt werden können. Und deswegen soll ein Mann eben eine Position wie ein Pastor bekleiden. Dann gibt es Einwände wie, aber was ist, wenn die und die Frau spiritueller ist, besser die Bibel kennt als der und der Mann? Sollte nicht lieber sie Pastorin werden als er? Aber das ist ein wirklich dummer Einwand, denn wir haben schon gesehen, dass die Bibel sagt, dass einer Frau nicht erlaubt ist zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht und so weiter. Eine Frau ist definitiv nicht qualifiziert, Pastor zu werden, denn die Bibel sagt in 1. Timotheus 3, Abvers 2, nun muss aber ein Aufseher, also ein Pastor, das ist einfach ein Synonym dafür, untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren und so weiter. Mann einer Frau. Er muss Mann einer Frau sein. Nicht Frau einer Frau oder Frau eines Mannes oder was auch immer für eine komische Kombination, sondern Mann einer Frau. Okay. Und wir haben heutzutage all diese Pastorinnen, all die Predigerinnen, die ach so bibeltreu sind, aber sie sind überhaupt nicht bibeltreu. Hier ist das Ding. Ich kenne keine einzige Pastorin, die gerettet ist. Zeige mir das Beispiel einer Pastorin, die gerettet ist, bitte. Natürlich kannst du sagen, ja, aber das ist doch nicht Teil des Evangeliums. Ist es auch wirklich nicht. Aber wenn jemand behauptet, an die Bibel zu glauben und dann sagt, ja, aber diesen Teil glaube ich nicht, dann frage ich mich ernsthaft, ob die Person überhaupt gerettet ist. Ich gehe lieber in eine Gemeinde, wo ein Mann Pastor ist, der aber vielleicht weniger spirituell ist als irgendeine Frau. Warum? Denn diese Gemeinde, die einen Pastor hat, einen Mann als Pastor, der vielleicht ein, zwei falsche Lehren vertritt, wie zum Beispiel Vorentrückung, diese Gemeinde wird viel wahrscheinlicher im Großen und Ganzen auf dem richtigen Weg bleiben, als eine Gemeinde, die von einer Frau geführt wird. Und warum ist das so? Und Adam wurde nicht verführt, die Frau wurde verführt und geriet in Übertretung. Es ist viel wahrscheinlicher, dass eine Gemeinde, die von einem Mann geleitet wird, der also tatsächlich qualifiziert ist, er soll natürlich verheiratet sein und Kinder haben, es gibt noch weitere Qualifikationen, es ist viel wahrscheinlicher, dass diese Gemeinde auf dem richtigen Weg bleibt, weil Männer im Schnitt einfach nicht so leicht beeinflussbar sind wie Frauen, sich einfach nicht so leicht beirren lassen, nicht so leicht abkommen vom richtigen Weg. Also es gibt all diese tollen weltlichen Einwände, die mit der Bibel absolut nichts zu tun haben. Du kannst nicht mit der Bibel argumentieren, dass Frauen auch predigen dürfen in der Gemeinde, dass Frauen auch Pastor werden dürfen oder was auch immer für ein biblisches Amt bekleiden dürfen in der Gemeinde. Kannst du nicht argumentieren aufgrund der Bibel.
Es gibt all diese dummen weltlichen Einwände und ich habe wirklich mal einen Artikel gelesen von einer Theologin, in dem sie argumentiert hat, so ungefähr, ja, weil ich ja schon in meiner Jugendzeit die Jugend geleitet habe in meiner Gemeinde und dies und das gemacht habe, ja, warum sollte das jetzt falsch sein, so ungefähr, dass ich halt auch predige und Pastorin werde? So ungefähr war die Argumentation. Also, weil ich dies und das gemacht habe, deswegen kann es doch gar nicht falsch sein. Deswegen will mich doch Gott in dieser Position haben. Nun, Gott hat aber schon gesagt, dass er dich nicht dort haben will. Denn die Bibel sagt in 1. Korinther 14, Abvers 34, eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen. Denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen oder ist es zu euch allein gekommen? Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Siehst du, wenn du wirklich geistlich bist, dann erkennst du, dass die Dinge, die Paulus geschrieben hat, Gebote des Herrn sind. Es sind nicht seine Gebote, es sind Gebote des Herrn. Tu ruhig so spirituell, so super geistlich. Mach das ruhig, aber du bist nicht geistlich. Du bist dann geistlich, wenn du erkennst, dass das Gebote des Herrn sind. Und wenn du nicht sagst, nee, das will ich nicht glauben, das hat nur Paulus geschrieben. Dann bist du nicht geistlich. Dann kannst du sowieso nicht Pastor werden. Pastorin. Also die Bibel ist eindeutig, Frauen können nicht Pastor werden. Das hat Gott ganz klar nicht erlaubt, ganz klares Verbot ausgesprochen, dass Frauen in der Gemeinde nicht lehren sollen, sie sollen sich ruhig verhalten, sie sollen nicht über Männer herrschen. Ich meine, es sind so eindeutige Gebote, trotzdem haben wir heutzutage Pastorinnen. Und trotzdem gibt es sogar in Kirchen Gleichstellungsbestrebungen. Einfach immer mehr Demokratie, immer weniger Bibel. Gott hat gesagt, wie eine Gemeinde geführt werden soll, nicht durch eine Frau, nicht durch eine Pastorin, sondern durch einen Pastor, der diese und jene Qualifikationen erfüllt, wie sie beschrieben werden in 1. Timotheus Kapitel 2 zum Beispiel oder Kapitel 3 und auch im Titusbrief. Er soll verheiratet sein, er soll Kinder haben und so weiter. Aber Menschen glauben einfach nicht an die Bibel, sondern sie wollen lieber das glauben, was sie für richtig halten, aufgrund menschlicher Logik. Ja, aber wenn diese Frau doch viel geistlicher ist, warum wird sie dann nicht Pastorin? Aber hier ist das Ding, sie ist nicht geistlich, wenn sie glaubt, dass sie Pastorin werden kann überhaupt. Dann ist sie nicht geistlich. Dann weiß sie nicht, was die Bibel sagt, dann hat sie zu wenig Bibel gelesen. Also komm ruhig mit deinen Einwänden, aber die Bibel ist eindeutig, dass Frauen nicht Pastorin werden dürfen. Nur Männer sind dafür qualifiziert. Nur Männer können dafür qualifiziert werden, sollte ich vielleicht besser sagen. Und heutzutage ist es natürlich, ach so, frauenfeindlich, wie kannst du sowas sagen? Aber wie ich eingangs gesagt habe, hat Gott Mann und Frau von vornherein für verschiedene Aufgaben geschaffen, mit verschiedenen Fähigkeiten. Wir sind nicht gleich. Du kannst nicht verschiedene Personen gleichstellen. Es funktioniert ganz einfach nicht. Wenn du allen Menschen dieselben Rechte geben willst, dann solltest du auch allen Menschen dieselben Pflichten geben. Aber spätestens dann wird das Projekt scheitern. Das Projekt Gleichstellung ist schon gescheitert. Es kann nicht funktionieren, weil wir nicht dieselben Fähigkeiten haben. Ist einfach so. Und es ist wirklich so ein Schwachsinn, das als frauenfeindlich zu bezeichnen, was die Bibel lehrt. Denn jeder, der das glaubt, was ich dir gerade erzählt habe aus der Bibel, aus Gottes Wort, jeder, der das glaubt, glaubt auch, was in Sprüche Kapitel 31 steht über die tugendhafte Frau, dass sie ihren Mund mit Weisheit öffnet. Die Bibel sagt nicht, dass Frauen irgendwie dumm sein sollen. Ganz im Gegenteil, die tugendhafte Frau, die ist weise. Die hat Weisheit, die hat Intelligenz. Wenn sie ihren Mund aufmacht, dann kommen intelligente Worte raus. Also wie ich dir gezeigt habe, gibt es ganz klare Bestimmungen, wer ein Pastor werden kann. Es ist eindeutig, dass eine Frau nicht Pastor werden kann. Und das ist wirklich wichtig, denn Pastoren sind dazu da, eben die Herde zu nähren, sie zu weiden, sie zu beschützen vor reißerischen Wölfen, die hereinkommen werden, die eben versuchen werden, die Gemeinde zu beeinflussen mit falschen Lehren. Und dann brauchen wir eben einen starken Mann als Pastor, der die Herde beschützen kann vor Irrlehrern, der auf dem richtigen Weg bleibt, der nicht schwach wird, wenn falsche, komische, neue Lehren kommen. Du solltest in eine richtige Kirche gehen, in eine richtige Gemeinde, das heißt in eine Gemeinde mit einem qualifizierten Pastor. Das heißt, ein Mann, der verheiratet ist, der Kinder hat, der nüchtern ist, besonnen, untadelig, sagt die Bibel, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält, mit aller Ehrbarkeit und so weiter. Das sind eindeutige Anforderungen,
Aber diese Anforderungen werden von vielen, wenn nicht den meisten Pastoren in Deutschland gar nicht erfüllt.